hätte doch gerade noch 9 Millionen. Ich fange jetzt an. Und jetzt habe ich 6 Millionen. Sei leise. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Football Manager 2020. Ich starte in eine neue Saison rein und warum sage ich ich? Denn ich mache das Ganze alleine. Jan ist zwar dabei, hi. Hi. Aber die Folge hier, die wird es nur auf meinem Kanal geben, weil ich nämlich Quali spielen muss für die Euroleague. Und die Spiele, die wollen wir jetzt nicht dann auf beiden Kanälen bringen und so. Und in einer Folge das trennen. Ja, ich bin nämlich so cool, dass ich mich schon direkt. Du hast dich direkt qualifiziert, das ist frech. Ja, aber den August wird es natürlich dann ganz gewohnt am Donnerstag hier. Ja, zusammen auf beiden Kanälen geben mit diesen coolen 4 Spielen, DFB-Pokal und alles drum und dran. Nichtsdestotrotz könnt ihr rechts oben beim i bei Jan vorbeischauen, auch wenn da jetzt kein Football-Manager kommt, kommen da ganz viele anderen coolen Videos. Der Maiga aus dem Schnittfunk dazwischen. Ich habe gesehen, dass ich nur eine Tonspur aufgenommen habe. Das heißt, falls Mama Jan zu laut hört oder mich zu leise oder mich zu laut oder was auch immer, kann ich leider nicht abändern. Das müsst ihr jetzt so hinnehmen und ich leider auch. Aber falls ihr trotzdem ein Like da lassen könntet, wäre ganz nice, wenn wir so 30 Likes knacken für ein Football Manager Video, das ich verkackt habe, wäre das schon ganz nice. Ansonsten, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonnieren und verzeiht mir bitte diesen Fehler unbedingt. Ich schaue jetzt mal rein, es ist nämlich eine Auslosung. Also ich spiele jetzt, habe ich euch gerade gezeigt im Kalender, gegen Budapest. Zuerst zu Hause, dann auswärts. Auswärts zu erzählen wahrscheinlich natürlich auch. Aber jetzt ist hier noch eine Auslosung und das ist obviously für noch eine Runde. Also quasi, wenn ich weiterkommen sollte. Du hast so einen guten Kader. Ja, das bringt mir aber im Endeffekt nie was. Also ich habe 3 von meinen 5 Testspielen nicht gewonnen. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann habe ich immer die Saison besser gespielt. Aber die letzten beiden habe ich gewonnen. Das ist ein schlechtes Zeichen eigentlich. Ich habe erst 0-0, dann 1-2, dann 4-4 und die letzten beiden 6-1 und 4-0 gewonnen. Und ja, naja, was haben wir dazu sagen? Wir spielen jetzt gleich am Donnerstag, ne? Football Manager, lol. am Donnerstag spielen wir hier zu Hause gegen Budapest und ja, das wird schon mal der erste Test. Das wird schon mal der erste Test. Vielleicht gleich. Arbeitslos. Also wenn ich nicht weiterkomme in der Euroleague, dann bin ich auf jeden Fall arbeitslos. Das ist meine Aufstellung. So sieht sie aus. Wir haben ja einige Transfers getätigt. Falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, unbedingt auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Denn da habe ich zusammen mit Jan live gestreamt, die Transferphase. Und wir haben uns einige coole Spieler gekauft. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Geht einfach auf meinen Twitch-Kanal, da ist der Stream noch online. Könnt ihr euch nachträglich anschauen. Hier mal eingeblendet. Michael_Mike, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, probieren wir unser Glück mit diesem halben neuen Kader. Also so viele neue spielen jetzt nicht, aber ich glaube, es sind 3 Stück oder so. Aber wir haben ganz, ganz viele auf jeden Fall gekauft. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Das finde ich nett. Kommst du bitte nicht ins Stadion? Nein, oder? Hallo? Hallo? Also ich bin ja ein bisschen hyped, ne? Aber wenn ich hier verkacke, habe ich halt ein fettes Problem. Die Chancenverwertung sieht bisher gar nicht so gut aus. Es gibt Elfmeter. Und Arangus macht's. Ich wollte eigentlich einen anderen auswählen, aber das ging so unglaublich schnell. Aber er macht ihn. 1-0, 17. Minute durch Elfmeter. Ist egal. Nehme ich mit. Das soll FIFA privat machen und dann für 17 Uhr. Und 2-0. Aberkannt. Nice! Anders hätte das 2-0 sein müssen. Jetzt die nächste Möglichkeit per Freistoß. Das war ja. Ich hasse das schon wieder. Ich krieg schon wieder das Kotzen. Wir machen die Dinger nicht rein. Haben ja schon mehr Schüsse, deutlich mehr. Und dann wird ein Tor aberkannt. Immerhin haben wir den Elfmeter reingemacht. Also bisher bin ich ja richtig begeistert. Alter, was für Kopfbälle wir die ganze Zeit machen. Was ist denn hier los? Und nochmal ein Freistoß. Komm, Kopfbälle sind gerade hyped. Und er ist drinnen, tatsächlich. Jetzt ist es nicht aberkannt. Jetzt zählt es. Und das war unglaublich wichtig, hier vor der Halbzeit nochmal ein Tor nachzulegen. Verdient ist es allemal. Das ist natürlich, ich meine, wer ist Budapest, bitteschön. Das ist ja jetzt keine angesehene Mannschaft in Europa. Dementsprechend 16 zu einem Schuss, 10 zu einem aufs Tor, 2-0, bitter nötig und verdient.
Was natürlich wichtig ist, eigentlich kein Gegentor zu kassieren. Wir stehen relativ offensiv. Bisher klappt das aber richtig gut. Wir müssen natürlich irgendwo auch die Tore machen. Also so ein bisschen ein Zwiespalt, aber wir lösen das ganz gut. Davis! Und den nehme ich jetzt raus. Der hat noch nicht so viel Fitness. Man sieht natürlich jetzt, das ist jetzt mein erstes Spiel, das ich in dieser Saison mache, mit den neuen Transfers auch, wo noch Schwächen sind. Vielleicht muss ich da auf dem rechten Flügel nochmal nachrüsten. Was mir auffällt, ist, dass der rechte Flügel nicht so gut besetzt ist. Vielleicht habe ich auch nur nicht die richtigen Spieler mit. Kevin Volland habe ich mit und das ist der richtige Spieler. Gerade eingewechselt. 3-0. Es kann natürlich sein, dass ich die rechten Flügel alle auf der Reservebank gelassen habe, weil ich das jetzt nicht so gut überblickt habe. So, das Spiel ist aus, 13-0 und das ist doch ganz schön. 31 zu einem Schuss, das ist so krank, 15 zu einem aufs Tor, wäre sicherlich auch noch mehr drin gewesen, aber beim 3-0, da meckere ich doch nicht rum. Rückspiel, so schnell geht es, so schnell sieht man sich wieder. Ich zeige euch mal kurz die Mannschaftsaufstellung. Es hat sich einiges verändert, wir lassen jetzt ein paar andere spielen. Und übrigens habe ich jetzt nachgeschaut, wir haben einen Ersatz für hier rechts außen, Diaby. Aber wenn sich da natürlich jemand verletzt, also ich bin relativ gut gerüstet, sage ich euch ganz ehrlich, finde ich. Auf jeden Fall besser als letzte Saison und auch mit super Spielern. Aber falls sich irgendjemand verletzt, falls irgendwas passiert oder so, haben wir immer noch ein Problem. Ich hoffe deswegen, dass sich keiner verletzt, vor allem jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich jetzt gewinne. Ich habe keine Ahnung. Also ob ich jetzt, also wenn ich weiterkomme, auch wenn ich jetzt verliere, ne? Ich weiß nicht, was passiert. Muss ich dann noch eine Runde spielen, noch eine Runde? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass diese Mannschaft, das ist ja jetzt keine B11, kann man jetzt nicht sagen, das sind ja trotzdem super Spieler, dass die das jetzt auch gut packt. Der einzig Schlechte ist Wittek. Oh, war das knapp. Ich habe jetzt auch hier wieder Jetwei von dir. Da ist er doch und macht das Tor! 1-0, Auswärtstor, fickt euch, das ist richtig nice, dass wir ein Auswärtstor gemacht haben, das heißt nämlich, dass Budapest jetzt 5 Tore machen müsste und dass ich eigentlich mich zurücklehnen kann und gar nichts mache. Ja, nice one. Naja. Weiß ich nicht. Er hat ihn auch, also er wäre wahrscheinlich sowieso reingegangen. Wir haben hier 2-0 gewonnen, insgesamt 5-0. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Guten Morgen, ich habe jetzt, wie ich das mir gedacht habe, im August, 6. August und 13. August die nächste Runde. Ihr merkt schon, Leute, das ist vielleicht gerade ein bisschen durcheinander auch für euch, aber das ist ja jetzt alles relativ spontan, weil ich nicht weiß, wann die Spiele sind und weil wir das ein bisschen klug planen wollen. Und ja, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Ja, aber hier steht Auslosung der 4. Runde gleich. Also ich spiele jetzt gegen Eik in der 3. und dann spiele ich nochmal in noch einer Runde in der 4. Ich spiele eine komplette Gruppenphase durch. Ah, da haben wir den ersten Verletzten, Jonathan Tah, nice. Und ich muss nach jedem Spiel und vor jedem Spiel meinen Kader registrieren. Das bockt richtig. Ja, nice, 4. Runde, Auslosung. Und das sind immer noch 100 Mannschaften in der 4. Runde. Also das heißt, wenn ich weiterkomme, spiele ich locker noch 5 Runden noch. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ja genau. Wir spielen. Leute, das ist die Aufstellung. Ja, einfach mal, keine Ahnung, das Verfahren erstellt. Wir spielen gegen Eik. Und das ist das letzte Spiel. Das heißt, nochmal alle mitfiebern, bitte Daumen drücken. Ich muss gefühlt noch 10 Spiele gewinnen, damit ich überhaupt zur Euroleague zugelassen bin. Danke dafür. Euroleague. Das wird auch so ausgesprochen. Verstehe gar nicht, was du hast. Ich freue mich gleich aufs DFB-Pokalspiel. Ja, freue mich auch. Wobei ich ja nie so krasse Probleme hatte wie du. Aber ich will es auch nicht jinxen, also von daher. Das war einfach so viel Spaß beim So, Eurik. Selber nicht läuft, kann man sich über die anderen freuen. Ja, das ist ja lustig. Das Spiel ist gegen Eik und das wird schwierig, weil die, guck mal, die spielen ja jetzt schon Fußball. Also Budapest hat ja original gar nichts gemacht.
Aber Davis. Oh! Gecallt. 1-0. Ja, kann ich auch mal, wenn er schon aufzieht. Aber. Nicht schlecht. Erster Schuss drin, sowas habe ich auch selten. Kopie von Sevens Clipodia. Jawohl! 2-0! Ja, deswegen sind es ja zwei, weil es eine Kopie gibt. Aber die ist anders. Die ist anders, geil. Ich schwöre drauf, ey, bestimmt. Ey. Alter, das Spiel ist so laut gerade, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Aber auf jeden Fall sind wir gut. Ich weiß nicht, dass die Fans eskalieren gerade, dass ich schon 2-0 führe. Ey, wie gut wir spielen! Verstehe ich. Nein, nein. Oh! Eckballtor! Fallen! Alter, was? Ich hab hier doch die Eckballtaktik, dachte ich. 3-0! Ey, ich glaube, die schlachten wir richtig ab, Aik. 19-0, diesmal habe ich auch ein paar mehr verwandelt. Für die 3 Tore habe ich im letzten Heimspiel 31 Schüsse gebraucht. Ja, ist schon mal ganz nett, oder? Okay, jetzt machen wir gar nichts mehr. Ja, die haben auch 5-3-2 sehr defensiv. Ey, ohne Spaß, 5er-Kette ist absurd krank. Also wenn du mal gewinnen willst, 5er-Kette. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, aber der ist auf jeden Fall ist der gut. Wang Yi Shan heißt der. Ja, man ey, merkt man, dass du Chinesisch kannst. Oh, Wendell. Oh, 4-0. Und das ist wichtig, Leute, denn fürs Rückspiel ist nicht schlecht, wenn wir da ein paar Tore gemacht haben. Jetzt noch ein Auswärtstor und dann läuft da. Also. Ja, jetzt kommt ein Auswärtstor. jetzt direkt ist die Folge zu Ende, Leute. Die nächste Folge wird die normale Folge sein, also am Donnerstag. Und dann gibt es ein paar Tage später wieder eine Special-Folge, wo wir die Qualifikation zu Ende spielen. Das heißt, das Rückspiel gegen Aik. Und dann noch 2 weitere Spiele, die wir noch zu bestreiten haben. Ein weiteres Hin- und Rückspiel gegen dessen Mannschaft noch unbekannt, weiß ich noch nicht, ich habe keine Ahnung. Also 3 Spiele in dieser Folge, 3 in der nächsten Special-Folge und am Donnerstag 4 Spiele mit Jan zusammen, DFB-Pokal-Bundesliga, Football-Manager-Action ist am Start. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war eine super Folge, wir haben 3-mal gewonnen. Ja, möchtest du noch was sagen? Fand ich geil, ja. Jetzt kommt nichts mehr. Das war das Ende. Nee. Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Das war zu wenig. Gegen stärkere Gegner müsst ihr euch schon noch steigern.